Blockchain als Technologie der Zukunft wird möglicherweise unser Leben sehr, sehr stark verändern. Und das sehen wir uns in diesem Video genau an. Was ist eine Blockchain genau und warum sollten wir diese neue Technologie unbedingt auf dem Schirm haben? Thorsten Wittmann, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Ausgabe von Faszination Freiheit. Wir sehen uns heute das Thema Blockchain an. Haben Sie davon schon einmal gehört? Wenn nicht, dann ist das heutige Video sehr interessant, beziehungsweise dass wir genau wissen, worum handelt es sich bei dieser neuen Technologie, die möglicherweise ein kompletter Gamechanger wird, die mehr unser Leben zukünftig beeinflussen wird, als manche Menschen das noch glauben. Möglicherweise wie damals beim Internet. Und deswegen heute ein tolles Zukunftsthema bei Faszination Freiheit. Übrigens, heute haben wir unseren Teamurlaub hier auf Dänemark, auf Bornholm. Da sehen wir uns zum Schluss vom Video ein paar tolle Impressionen an. Aber zunächst mal, was ist eine sogenannte Blockchain? Der Begriff kommt aus dem Englischen und heißt so viel übersetzt wie Blockkette. Und das kann man sich auch so ein bisschen so vorstellen. Stellt sich hier so ein Block vor und dann ist da ein weiterer Block und ein weiterer Block. Das ist das Grundprinzip einer Blockchain. Vielleicht haben Sie den Begriff auch schon gehört, und zwar von Bitcoin. Denn Bitcoin basiert auf der sogenannten Blockchain. Bitcoin ist aber nicht Blockchain oder Blockchain ist nicht Bitcoin, wie manchmal fälschlicherweise geglaubt wird. Man kann sich es ein bisschen so vorstellen, stell dir vor Internet und eine Homepage wie beispielsweise Google. Das eine ist die Plattform, das andere ist die Anwendung, was man damit konkret im Einzelfall tut. Und so ist Bitcoin nur in Anführungszeichen eine Möglichkeit, eine Variante, was man auf einer Blockchain darstellen kann. Ja, wir sehen uns da gleich ein paar Beispiele davon an, wie funktioniert erstmal eine Blockchain. Also das heißt, wir haben so Blockketten insgesamt, die sind nacheinander geschalten. Und jeder neue Block baut sozusagen auf den vorhergehenden auf, hat die Prüfsumme Intus. Das heißt, man kann auch diese nicht einfach ändern und es ist eine dezentralisierte Datenbank. Das ist wichtig, dieses Prinzip zu verstehen. Zentralisiert wäre beispielsweise, wir haben eine Institution, ein Unternehmen und dort auf den Servern ist die Datenbank hinterlegt. So wie üblich, wie gang und gäbe in Zeiten des Internets, wie beispielsweise Facebook oder bei Google, dort gibt es dann eben zentralisiert, da gibt es die Server und dort sind die Daten abgelegt. Blockchain ist immer dezentralisiert, das heißt, bei allen Nutzern und Anwendern ist eine Kopie vorhanden und dadurch ist es vom Prinzip her fälschungssicher. Denn selbst wenn an einem Ort quasi die Blockchain geändert wird, auf den anderen Orten, wo die Blockchain ebenfalls abgelegt ist, sind jeweils die Kopien vorhanden und man kann daher nachvollziehen, aha, das eine, das ist eine Fälschung, das heißt, diese ist nicht korrekt. Wir haben die richtigen, denn die sind überall beispielsweise 100-fach, 1000-fach abgelegt. Das macht es so interessant, zudem sind die Daten verschlüsselt und dadurch ist hier eine sehr, sehr hohe Sicherheit gegeben. Und das führt jetzt zu einer interessanten Konstellation bzw. Möglichkeit und für ganz verschiedene Anwendungsbereiche, auch gerade stark für den Finanzbereich, wo man sich wirklich wünschen kann, dass es hier auch positive Veränderungen gibt, denn sogenannte Mittelsmänner werden möglicherweise oder teilweise komplett überflüssig. Beispielsweise bei Wertpapierkäufen, dann braucht man ja häufig einen Broker, die da noch mit Gebühren abstauben, die das Ganze dann natürlich teurer machen, die das dann quasi legitimieren und die Parteien zusammenbringen. Das geht sogar so weit, das heißt, wenn Sie ein Haus kaufen, dann brauchen wir ja einen Notar, der das Ganze beglaubigt und sich das dann ordentlich anschaut und dann eben alles für richtig befindet. Und genau sowas wird möglicherweise komplett überflüssig in der Zukunft. Also hochspannend, welche Anwendungsmöglichkeiten das ergibt. Im Lizenzbereich, beispielsweise mit Künstlern, kann hier alles revolutionieren, dass hier Agenturen nicht mehr benötigt werden. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Die ersten Staaten, das heißt die ersten zukunftsträchtigen Staaten, reagieren bereits. Das Wüstenemirat Dubai möchte bis 2020 alles umstellen von der Bürokratie, dass die ganzen Dokumente auf der Blockchain sind. Das wird dort aber nicht jedem gefallen, denn das wird dazu führen, dass viele Beamte arbeitslos werden. Das heißt, die Blockchain und diese neue Technologie kann dazu führen, dass solche beispielsweise sicher geglaubten Jobs wie bei Beamten
zukünftig mehr und mehr wegfallen werden, weil wir sie in dieser alten Form, wie wir sie bisher immer benötigt haben, zukünftig möglicherweise nicht mehr benötigen. Das heißt, das kann wirklich ein absoluter Gamechanger, also Regelbrecher werden, das unser Leben deutlich mehr beeinflusst, als wir heute glauben. Und deswegen immer interessant, wie damals auch beim Internet, dass wir uns ansehen, okay, wie kann man das anwenden? Und da wird es wieder Unternehmen und viele Menschen geben, die das erkennen und die damit beispielsweise auch sehr, sehr viel Geld verdienen werden, ein eigenes Vermögen, weil sie eben dadurch Probleme für die Menschen lösen und unser Leben dadurch einfacher wird. Also ja, in vielen Bereichen ist es dann zu hoffen, dass es auch so kommen wird. Wir werden es sehen. Es macht Sinn, das ganze Thema zu beobachten. Zusammenfassen, eine Blockchain ist eine dezentralisierte Datenbank, die verschlüsselt ist und die Mittelsmänner in bestimmten Bereichen nicht mehr benötigt. Ja, ist Blockchain dann die große Lösung und sollte man hier möglichst gleich hier viel in diese Technologie hinein investieren? Auch hier wird es wohl, wie damals auch am neuen Markt beim Internet, wohl auch einen gewissen Hype geben, so wie wir das beispielsweise ja bei den Kryptowährungen, bei Bitcoin jetzt gesehen hatten. Möglicherweise wird es Ähnliches dann auch im Bereich Blockchain geben. Das heißt, nicht überall, wo Blockchain draufsteht, sollte man auch beispielsweise investieren und das gleich als die Lösung schlechthin sehen. Das heißt, viele Ideen sind noch nicht ausgegoren. Das heißt, auch hier wieder eine gesunde Skepsis ist wichtig und dass man sich natürlich dann mit diesem Thema beschäftigt. Und es spricht einiges dafür, dass also vielleicht auch viele Unternehmer, viele Menschen diese Gelegenheit nutzen werden, um dann eben auch selber zu ihrer finanziellen Freiheit durchzustarten. Also es lohnt sich, das Thema auf dem Bildschirm zu haben. Ja, jetzt sehen wir uns ein paar tolle Impressionen an hier von unserem Teamurlaub. Wir waren beispielsweise bei der kleinsten Trabrennbahn der Welt. Da sehen wir jetzt hier ein paar Impressionen, wie das hier aussieht auf Bornholm, Dänemark. Sehr idyllisch hier. Hier noch ein wichtiger Hinweis, und zwar ein Zukunftsthema, das wir bei uns in der Community, ja, das schon ausgereifter ist sozusagen und wo viele bei uns in der Community schon durchgestartet sind, das Thema Amazon. Hat Alexander Konitsch gestern in der Community vorgestellt, was man hier Wundervolles bei Amazon machen kann. Da erfahren Sie, warum dass wir auch bei uns ein eigenes Amazon-Department, ein eigenes Amazon-Unternehmen gegründet haben. Sehen Sie sich das Ganze gerne an in der Aufzeichnung. Es lohnt sich wirklich. Es ist ein wirklich fantastisches Geschäftsmodell. Eines der besten, das ich persönlich auch je gesehen habe, wo man wirklich planbar nebenberuflich beispielsweise ein paar Tausend oder auch fünfstellig verdienen kann. Realistisch und vorgelebt. Und auch hier der Freiheitssummit mit Cindy Pfitzmann und vielen weiteren Speakern. Da ist ein Vortrag auch von mir mit dabei. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Fängt auch die Tage an. Da stellen wir beispielsweise unsere Community-Investorenreise nach Paraguay vor. Also sehr, sehr spannend, was wir dort auch machen. Passives Einkommen, legal steuerfreiem Leben im Ausland. Also viele interessante Aspekte, die unsere Community-Reise hier aufweist. Würde mich freuen, wenn wir uns dort jeweils sehen. Ja, und ich wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder zur nächsten Ausgabe von Faszination und Freiheit. Wir werden wieder sehr viele interessante Zukunftsthemen bei uns haben. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Leben Sie Ihre finanzielle Freiheit. Ich lasse mir was einfallen für nächsten Freitag. Bis dahin, Ihr Thorsten Wittmann.